Auch heute löchern wir unseren Chefredakteur mit Fragen unserer Leser und wieder hat er nur 75 Sekunden Zeit, um das Thema zu beantworten. Heute geht es um das Thema Online-Abo und los geht's! Warum muss man für Online-Beiträge eigentlich Geld bezahlen? Ja, das höre ich natürlich öfter. Zum Beispiel, als wir begonnen haben, über die Corona-Krise in der Lausitz zu berichten und dabei auch herausgefunden haben, was alles gerade schiefläuft in den mit der Pandemie befassten Behörden und Einrichtungen. Ich sage ganz klar, diesen Journalismus bekommen Sie bei uns nicht umsonst. Denn wir bezahlen ja auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von der Redakteurin bis zum Zeitungszusteller. Und daher ist es wichtig, dass wir auch Geld einnehmen. Wir sind schließlich ein privates, unabhängiges Medienunternehmen und wollen auch leben. Sie gehen schließlich auch nicht zum Bäcker und nehmen dort die Brötchen mit, ohne zu bezahlen. Was haben denn Leserinnen und Leser von Ella Plus? Seit Ende 2019 haben wir ein Bezahlangebot auf Ella Online. Das Angebot heißt LR Plus. Für einen Beitrag von derzeit 7,90 Euro im Monat, der erste Monat ist kostenlos, erhalten die Leserinnen und Leser dafür auf LR Online mehr als 1000 Artikel jeden Monat exklusiv. Das LR Plus Digital-Abo ist einzigartig in der Lausitz, denn niemand bietet so viel Lokaljournalismus aus dem Süden Brandenburgs und aus dem Osten Sachsens an. Wie geht es denn mit LR Online und LR Plus weiter? Wir arbeiten derzeit an neuen Funktionen unserer Website. Zum Beispiel werden unseren Leserinnen und Lesern schon heute weitere passende Artikel empfohlen, wenn sie einen LR Plus Beitrag gelesen haben. Und wir werden außerdem mehr Newsletter an den Start bringen. Mit Newslettern sind Sie immer aktuell informiert und verpassen kein wichtiges Thema aus der Lausitz, das die Redaktion aufgegriffen hat. Nächstes Thema: Nachrichtenauswahl. Gibt es reguläre Planungsrunden? Und da ist die Zeit auch schon wieder vorbei. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem Thema Nachrichtenauswahl. Falls auch du eine Frage an unseren Chefredakteur hast, schreib sie gern an chefredaktion@lr-online.de. Kleiner Werbeblock. Rufen Sie einfach mal www.lr-online.de/newsletter auf. Dort können Sie unseren Newsletter kostenlos abonnieren. Einfach E-Mail-Adresse eintragen. Na dann, ciao!